Droht auf unserer Erde ein Kollaps? Anstatt unseren Planeten zu erhalten, wird er von der Gier nach noch mehr Reichtum zerstört. Staaten, Konzerne, Banken und reiche Privatanleger investieren in Grund und Boden. Und dabei schreckt man auch vor gewaltsamen Zwangsenteignungen nicht zurück. Und nicht selten geschieht das sogar mit europäischen Fördermitteln. Wir sind in Kambodscha und folgen einem buddhistischen Mönch. Unter großen persönlichen Gefahren setzt er sich für Kleinbauern ein, deren Felder enteignet wurden. Die Polizei, sie verfolgt uns immer. Luon Sovat fährt über die Dörfer und dokumentiert, wie die Bauern von ihrem Land vertrieben wurden. Ein einflussreicher Senator hat auf ihrem Grund eine riesige Zuckerfabrik errichtet. Der Mönch ist einer der wenigen, der für ihre Rechte eintritt. Sie haben mir mein ganzes Reisfeld genommen. Ich habe nichts mehr. Haben Sie nicht dagegen protestiert? Wir haben uns nicht getraut. Sie haben sich das Land einfach genommen. Das Brisante an diesem Fall, die Zuckerfabrik, für die die Häuser der Bauern niedergebrannt wurden, ist mit Fördergeldern der Europäischen Union entstanden. Eigentlich dafür gedacht, die Armut im Land zu bekämpfen, wurden die Gelder dazu verwendet, mehr als 1000 Familien ihrer Existenz zu berauben. Die Europäische Union nimmt direkt Einfluss auf den Landraub und schreckt auch davor nicht zurück, wenn sie erfährt, dass hier massiv Menschenrechte verletzt werden. Am Beispiel Zucker in Kambodscha lässt sich das sehr klar sagen. Landraub, Enteignung, dunkle Geschäfte zwischen korrupten Regierungen und internationalen Agrarinvestoren gibt es nicht nur in Kambodscha. Die Weltbevölkerung wächst, die nutzbare Fläche nicht. Die Agrarindustrie erlebt eine Art Goldrausch. Seit 2008, seit der Finanzkrise, hat das große Geld, das Finanzkapital, den Agrarsektor wirklich entdeckt. Und das ist ziemlich katastrophal für unsere Welt, weil die großen Investoren ziehen mit Mega-Investitionen in die Länder ein, vertreiben die Kleinbauern. Das heißt, die Sozialstruktur wird zerstört, die ökologische Struktur wird zerstört. Und wenn das so weitergeht, dann drohen uns Völkerwanderungen in einem Ausmaß, wie die jetzigen Flüchtlingswellen nur ahnen lassen. In 20, 30 Jahren werden wir 9 bis 10 Milliarden Menschen haben. Wie werden wir sie alle ernähren? Dafür brauchen wir 80 Milliarden Dollar Investitionen im Jahr. Wo soll das herkommen? Wo geht das Geld hin? In den letzten 15 Jahren wurden mehr als 200 Millionen Hektar Ackerfläche weltweit an Investoren verkauft. Mehr als es Agrarland in ganz Europa gibt. Die Ökobilanz industrieller ist im Vergleich zur kleinbäuerlichen Landwirtschaft verheerend. Nur der Profit stimmt. Es ist sehr attraktiv. Die Erträge sind sehr hoch. Schon nach 7 Jahren sind die Investitionen zurückgezahlt. Und die nächsten 20 Jahre gehen sie jedes Mal mit einem Lächeln zur Bank. Wie das funktioniert, sieht man zum Beispiel in Äthiopien. Dort produziert eine holländische Firma Tomaten und Paprika für 5-Sterne-Hotels in Dubai. Für Bauern ist Äthiopien der Himmel auf Erden. Das Klima ist perfekt, es gibt viel Wasser, die Erde ist fruchtbar. Die äthiopische Regierung vergibt Millionen Hektar Ackerland an Investoren. Gleichzeitig herrscht Hunger im Land. Von diesem Gemüse habe ich noch nie gegessen. Das kann ich mir nicht leisten. Ich verdiene nur 24 Euro im Monat. Wir essen nur Mais. 3 meiner Kinder leben bei meiner Mutter, weil ich sie nicht ernähren kann. Wie also kann man das Problem der Welternährung lösen? Der Film tritt für ein radikales Umdenken ein. Millionen Kleinbauern statt internationale Agrarkonzerne. Lokale Versorgung statt globale Investitionen. Was wie mittelalterliches Wirtschaften aussieht, könnte eine Lösung sein. Dieser Kleinbauer in Äthiopien wird wissenschaftlich beraten, hat Bewässerung und Saatgut optimiert, seinen Ertrag verdreifacht. Früher haben wir gehungert, jetzt ernten wir 3-mal im Jahr und können auch noch einen großen Teil davon verkaufen. Das ist keine naive, rückwärtsgewandte Denke, sondern das ist eine reale Möglichkeit. Ich würde sogar weitergehen und nicht nur sagen, es ist eine reale Möglichkeit, sondern es ist eine Notwendigkeit, wenn wir hier unseren Erdball nicht noch weiter zerstören wollen, als er eh schon zerstört ist.
Der kambodschanische Mönch hat es schließlich geschafft, dass 400 Familien ihr Land zurückbekommen. Manchmal ist es also möglich, der Korruption etwas entgegenzusetzen. Doch das ändert nichts daran, dass der Landraub weltweit immer größere Ausmaße annimmt. Und wir sind mit unserem Konsum und sogar mit europäischen Fördergeldern daran beteiligt. Mehr zum Thema zeigt der Dokumentarfilm Landraub, der ab Donnerstag in einigen Kinos läuft.